Hallo zusammen, ihr meine Broken Community. Heute gibt es wieder mal ein Let's Play Vanished, Teil 2. Der Titel, ich habe noch keine Ahnung, was der Titel sein wird. Aber wollen wir erstmal zum Spiel zurückgehen und dann dort weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich weiß zwar nicht, wo ich aufgehört habe. Wahrscheinlich irgendwo hier bei den ganzen toten Menschen, die hier gestorben sind. Und das Feld noch immer nicht fertig gemacht wurde und ich da ziemlich am Grübeln war, über was ich hier reden kann. Und da ist mir das Thema eingefallen, Hype und Disses für den ganzen Rap-Stuff, der momentan irgendwie so war, wie ich mitbekommen habe, irgendwie Bushido und K1. Aber zu diesem Thema werde ich erstmal später übergehen, sondern erstmal zu dem Thema Spiele übersteigen. Ja, meine Frage an euch ist, welche Art von Spiele mögt ihr? Seid ihr auch eher die, wir mögen halt etwas mehr von Shootern oder RPGs? Oder seid ihr doch eine von denen, die eher Einzelspieler bevorzugen und etwas halblang machen und nicht immer gleich alles hektisch sehen und nicht immer flamen müssen? Oder seid ihr von der Art, die alles total ernst nehmen, egal welches Spiel das ist? Sei es, ich weiß nicht, jetzt wie Banished, damit, wenn jetzt zum Beispiel hier welche sterben, dass ihr dann sagt, oh mein Gott, das hat keinen Sinn, das macht mich nur kaputt, ich muss neu starten, weil das nicht geklappt hat. Ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Und ich habe mir dann überlegt, hier auch noch, wenn ich schon beim Thema bin, Spieler, habe ich mir auch noch überlegt, ich werde Newcomer, also Early Accesses von Steam vorstellen und werde mir ein paar Early Access Spieler dazu holen und werde auch noch Forest Let's Playen, was mir auch in den Sinn gekommen ist, nicht nur für die anderen zwei Videos von Age of Empires 2 und 3. Und wie war das nochmal das Spiel? Genau, ich glaube, ja, Offworld Trading Company. Dann werde ich auch noch halt, wie schon gesagt, Forest mit reinpacken. Und so wird es dann Stück für Stück hochgeladen, die ganzen Videos. Und jetzt warte ich hier erstmal, bis das fertig ist, was ziemlich lange dauert. Und ich habe bemerkt, dass das Feld etwas zu klein ist und die Nahrungseinheiten und die Nahrung etwas ja, nicht besonders in die Höhe steigt. Dann habe ich mir überlegt, baue ich dann noch ein zweites kleineres Feld hin. Also ein 4x13, 4x13 Feld. Und gebe dann noch einen Farmer dann später rein, wenn wir welche hätten. Und wie man hier sieht, sterben alle. Und ja, ist nicht besonders toll. Und noch mehr Tote. Und jetzt habe ich schon einen schönen Titel gefunden, der passt fürs Video. Aber was wird wohl dann der Titel sein? Huch. Das wurde gar nicht angezeigt, dass es auf 100% war. Warum ist es dann hier auf so viel und so viel Prozent? Das ergibt gerade irgendwie keinen Sinn. Hä? Egal. Will ich mal das Thema Disses ansprechen, das was momentan war mit den ganzen Bushido und K1-Thema, was irgendwie so, ich weiß nicht, gerade aufgetaucht ist und habe mir überlegt, so, ich finde es eigentlich recht unnötig, den ganzen Müll von
Rap, ich will ja jetzt nicht beleidigend sein, aber Rap an und für sich finde ich nicht so besonders toll, weil was soll eigentlich der Sinn der Sache sein von Rap? Das ist einfach nur Hip-Hop, der etwas umgeändert wird und einfach nur mit einem Wortspiel verbunden wird. Ja, das andere Thema wäre noch Hypes. Warum werden einige Spiele gehypt oder Musikvideos oder was auch immer werden manchmal so so maßen gehypt, dass es dann richtig oben ist, richtig in den Charts, aber das Lied an und für sich total für die Nüsse ist. Es hört sich nicht gut an, es ist einfach nur irgendein Pillepappe, wie I'm in love with the Coco. Das verstehe ich auch nicht. Der Songtext, was ist da der Sinn der Sache? Meint er jetzt mit Coco Schokolade oder meint er das Koks oder was anderes? Ich weiß es leider nicht. Also das ist wieder so ein unnötiger Hype, den man nicht wirklich gebrauchen kann. Und eigentlich total unnötig ist. Die zweite Sache wäre dann Spiele-Hypes. Warum werden einige Spiele gehypt, die auch totale Bullkack sind? Die zum Beispiel voll mit Bugs sind oder noch nicht ganz fertig sind. Das werde ich dann auch erwähnen bei meinen Gaming-Reviews von Early Access Games. Da werde ich auch einige Sachen hingeben. Aber ich finde es einfach so unnötig, dass dann die unfertigen Spiele gehypt werden. Also, wenn ich hier jetzt meine Spiele-Reviews mache, meine Early Access, dann werde ich nicht Sachen sagen, bitte kauft sie euch, weil das Spiel ist mega geil oder irgendwie sowas in der Art. Ich werde einfach mal sagen, ja, man kann es sich kaufen, aber man muss es nicht. Es kommt darauf an, wie es dem Spieler gefällt. Und nicht nur wegen dem Hype, das dann kommt. Ja, super, mega, duper Hype hier jetzt. Voll krass, das Spiel muss total gut sein. Und ist total perfekt. Und dann spielt man es ein paar Stunden oder eine Woche einmal durch. Und dann merkt man drauf, ach, verdammt, das geht ja gar nicht. Das Spiel ist ja total für den Müll. Und dann gibt es wieder Beschwerden. Oh mein Gott, dieser Hype war so unnötig. Ja. Das ist eigentlich mein Thema gerade gewesen zum Thema Hype, beziehungsweise mein Kommentar. Und damit ich nicht so viel quatsche wegen Hype und sowas, dann will ich erstmal sagen, lassen wir doch ein bisschen hier etwas zum Spiel beitragen und nicht andauernd nur von den ganzen Hype jetzt momentan reden. So. Ich habe mir überlegt, hier jetzt erstmal abzuwarten und zu schauen, wie viel Nahrung ich bekomme, weil ich festgestellt habe, das 13x13 Feld war viel zu klein. Und jetzt habe ich hier ein zweites 4x13 ein Feld nochmal hingebaut, aber ich momentan keine Laborer habe, die irgendwie noch zu Farmern werden könnten. Und hier sehe ich schon wieder, die haben Hunger. Hoffentlich sterben die jetzt nicht. Ansonsten muss ich das früher ernten als geplant. Und es bleibt schon wieder hängen hier. Oh. Entweder ist es jetzt noch ein neuer Bug oder ich bin einfach viel zu blöd. Okay. Ich sehe hier schon, hier sterben einige, deswegen mache ich hier mal kurz einen schnellen Durchgang bzw. Schnellerntevorgang, damit dann nicht alle sterben. Damit wenigstens welche überleben. Und muss erstmal versuchen, hier etwas an Nahrung ranzukommen. Was ziemlich schwer sein wird. Normalerweise sind hier auch 4 Farmer und nicht nur 3. Und da sollte auch einer sein, weil sonst gammelt das vor sich die Pecans. Und Pecans, ich habe noch immer nicht herausgefunden, was Pecans sind. Ich weiß, was sie im Englischen bedeuten, aber im Deutschen nicht.
Ich glaube, es sind Walnüsse oder Datteln oder Pflaumen. Irgendwas sowas in der Art müsste es sein. Ah, ich sehe schon, es geht doch etwas voran mit Essen. Hält sich schon etwas oben. Aber es wird noch etwas dauern, bis sich das alles normalisiert hat, wieder mit dem ganzen Nachwuchs. Und hier sehe ich schon, wir haben wieder Laborer. Dann gebe ich die auch noch als Farmer rein, damit wenigstens die Pecan fertig sind. Und dann gebe ich das Food Limit auf 6500, damit ich dann einen größeren Vorrat an Essen dann später habe. Nicht damit ich dann jetzt hier irgendwie wieder dann später in Mangel komme. Und wie ich sehe, wird es gerade Winter und ich habe keinen Woodcutter. Da muss ich doch noch halt warten, bis hier ein Kind zu einem Teenager wird, damit ich den dann wenigstens zu einem Woodcutter machen kann. Und ich habe mir überlegt, das schöne Feld, was wir hier haben, werde ich nutzen wie heißen die? Für die Jäger. Wenn ich wüsste, wo die sind. Da, genau, für die Hunter. Dann werde ich hier zwei oder drei Hunter Stands machen. Damit du wenigstens hier Hunter Stands. Hunter Stands. Oh Gott, das ist ja so schwer. Also, Jagdhäuser, sage ich jetzt mal auf Deutsch, vorhanden sind und werde so Gatherer's Hut auch noch reingeben. Aber das dauert noch alles. Jetzt erstmal, wie schon gesagt, warten, bis das alles wieder normal ist. Essen sieht man ja schon. Essen geht auch ziemlich schnell weg. Und die Reserven von Essen sind auch schon wieder fast leer. Also ja, hier werde ich unbedingt schnell Essen machen müssen. Die Nahrung ist immer das Problem in dem Spiel. Am Anfang habe ich gedacht, ein 13x13 Feld wird ausreichen und habe dann nicht bemerkt, dass dann alles so schnell weggeht. Da hätte ich wahrscheinlich die zwei am Anfang nicht bauen müssen, sondern erstmal die ganzen Nahrungsversorgungsfarmen bzw. Felder ausbauen müssen, etwas größer und das dann mit mehr Farmen halt betätigen, damit dann wenigstens das Essen nicht runtergeht. Aber daran habe ich ja am Anfang nicht gedacht. Und ich habe noch immer keinen Woodcutter und die brauchen noch immer so lange. Die brauchen verdammt lange, bis sie wieder erwachsen sind. Oder Teenies. Und hier sieht man schon, wir sind schon wieder fleißig am Arbeiten. Das freut mich. Dann kommt wenigstens wieder Essen rein, dann geht das wieder ins Plusbereich. Aber natürlich muss ich dann auch aufpassen, damit dann nicht zu viele Bürger wieder entstehen. Dafür lasse ich erstmal drei Häuser am Anfang, weil sonst ist alles überfüllt, die ganzen Häuser, und das kostet wieder an Nahrung. Also, man sieht schon, das Spiel ist ziemlich schwer mit dem Halten von Nahrung und im Gleichgewicht alles zu balancieren. Und die Pecans sind auch schon fertig. Also werden wir auch Pecans haben. Ich sage dazu erstmal Walnüsse. Weil ich glaube, es sind Walnüsse auf Deutsch. Wobei ich mir noch immer nicht sicher bin. Ich weiß es noch immer nicht. Ich werde das dann im Wörterbuch nachschauen müssen, was nochmal Pecan sind. Damit ich nicht den ganzen Zeit. Okay, mein Deutsch ist auch perfekt. Damit ich nicht die ganze Zeit irgendein Gedöns vor mich rede und etwas falsch sage, sondern das Richtige. Man sieht schon, die Gesundheit bzw. Lebensqualität ist nicht besonders erfreulich hier. Und ich weiß noch immer nicht. Man,
Es hört manchmal auf. Es sieht aus wie ein Bug. Oder kommt das mir nur so vor? Aber nö. Es kommt mir nicht so vor. Es ist ein Bug. Und hier muss ich wieder schauen. 100, 112, 129. Ja, das wird noch reichen. Ah. Ehrlich, sag mal, hier wurde dann ein Kind nochmal geboren. Wo ist denn das? Ach, hier. Ich glaube, erst ab 9 Jahre oder 10 Jahre werden die dann zu Laborer. Ton. 10 Jahre, ja, ab 10 Jahre werden die Laborer. Dann mache ich mal den als Woodcutter, weil Feuerholz wieder knapp ist. Und wie ich hier schon sehe, ist das Holz auch schon wieder am Mangel. Was nicht besonders toll ist. Ah, nö, das ist doch kein Bug. Die bauen das nur bis da hinaus und dann ernten sie das. Komisch. Aber das müsste dann hier genau das gleiche sein. Obwohl, hier geht es weiter voran. Hä? Ja, total eigenartig. Auch nur bis 70% und dann wird das geerntet. Habe ich das Gefühl. Pecan. Kann man noch immer nicht erkennen, was das ist, Pecan. Sind noch da. Die Reserven von Food sind auch noch da. Sind auch noch gut ausgeprägt. 300. Warum haben die so viel Essen da drin? Und hier jetzt Woodcutter. Einen Forster werde ich brauchen. Und werde hier noch so ein Storage daneben hinbauen. Damit die das dann nicht so weit tragen müssen. Und werde hier oben die ganzen Sachen erstmal abernten. Die Reserven von Essen sind schon wieder low. Ja, hier sind sie low, aber nicht da. Erstmal etwas Holz wieder einbringen. Mal sehen, wie viel Holz dann reinkommt. Ich überlege mir, hier runter einen Weg zu bauen. Geht das überhaupt? Ja, so könnte ich den Weg dann bauen. Das mache ich dann erstmal. Baue den Weg so hin. Und werde dann hier eine Wohnsiedlung, Wohnstraße machen. Und hier unten dann das Trading Dock und den Fischerhafen. Weil hier am Fluss geht das, glaube ich, nicht. Müsste ich mal nachschauen. Oh doch, das geht sich auch hier aus. Hätte ich von Anfang an hier fischen können. Ja, das ist toll, diese Information gerade.
schön. Man kann es doch dann da hinbauen. Aber das wird ja nichts bringen, jetzt das hinzubauen. Ich habe ja keine Bauarbeiter. Und noch ein Kind wurde geboren. Das heißt, noch mehr Essen wird verschwendet. Yay. Das heißt ja wieder, ich habe ja fast wieder kein Essen. Uiuiuiuiui. Das ist wieder was. Das kann was werden. Ich bin mir nicht sicher, aber macht der Forster was? Fällt da Bäume? Fällt da keine Bäume? Schaut er sich nur die Bäume an? Na doch, er fällt doch Bäume. Oder gehen die Bäume von selber weg? Und hier sieht man schon, Tools werden auch schon. Okay, wir haben nur ein Eisentool noch. Das ist ziemlich schlecht. Geht es jetzt wenigstens auf 100%? Oh. Und jetzt geht's auf einmal auf 100. Verwundert mich. Doch nur bis 99. Eigenartige Sache. Dann würde ich auch mal sagen, ich beende hier meine Aufnahme. Und lass genau bei der Stelle und mache einen schönen Safe rein. Und sag dann Cheerio, wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier auf dieser Stelle bei Let's Play Banished.